Hallo und Namaste, schön, dass du es auf deine Matte geschafft hast zu diesem Yoga-Spezial rund um das Thema Beweglichkeit. Mein Name ist Sarah Lynn und ja, ich freue mich heute hoffentlich einiges in dir zu bewegen, dich so ein bisschen vielleicht auch aus deiner Komfortzone rauszukitzeln, um sie dann im Anschluss natürlich möglichst zu erweitern. Also wir brauchen ein bisschen Platz auf der Matte heute. Wenn du einen Yoga-Klotz hast, dann kannst du ihn dir auf jeden Fall neben die Matte stellen. Im Zweifel ginge es auch ohne. Und wenn du heute gar nicht so viel Lust auf Bewegung hast, dann schau doch gerne mal unter dem Hashtag Yoga mit Sarah Lynn auf unserem DAK Gesund durchs Leben YouTube-Kanal vorbei. Dort findest du mit Sicherheit den für dich geeigneten Flow für heute. Wir starten heute im Sitzen. Also kreuz gern deine Beine. Du kannst dich auch erhöht setzen, wenn dir das leichter fällt. Schau, dass du wirklich bequem hier ankommst. Deine Schultern nochmal weg von den Ohren nach unten sinken lässt. Gut, und dann schließe auch gern deine Augen nochmal für den Moment. Lass deine Hände ganz entspannt ankommen auf den Beinen, egal ob die Handflächen oder die Handrücken abgelegt sind. Und dann beobachte mal, was sich so im Geiste bewegt heute bei dir. Was hast du kopftechnisch mit auf die Matte gebracht? Und was darf jetzt immer mehr in den Hintergrund rücken, wenn du hier an diesem Ort ganz bei dir ankommst? Atme gern tief durch deine Nase ein, spür, wie der Brustkorb sich hebt. Atme durch den weit geöffneten Mund wieder aus, spür, wie die Schultern sich senken, die Brust leichter wird. Noch einmal tief durch die Nase atme ein und mit einer Ausatmung, vielleicht im Seufzen oder Stöhnen, lass alles Überschüssige los. Einmal noch so tief durch die Nase atme ein. Und atme lösend wieder aus, sodass der Kopf jetzt mehr und mehr in den Körper sinken kann. Lass die Lippen ganz sanft abgelegt und bleib geistig fokussiert bei deiner Atmung. Spür die Länge deiner Wirbelsäule mit der Einatmung und wie du ausatmend tiefer in das Becken sinkst, die Gesäßhälften verbunden mit der Matte. Von hier wieder Länge einatmen und vollständig ausatmen. Bleib dabei, lange gleichmäßige Atemzüge. Komm an in deinem Körper, den du jetzt gern im Einklang mit der Atmung zu bewegen beginnst. Lass die Augen noch geschlossen, heb mit der Einatmung die Arme zu den Seiten nach oben, richtig raumschöpfend. Bring die Handflächen zueinander und senk sie ausatmend vor dem Herzen ab. Noch einmal raumgreifend zu den Seiten, heb die Arme, atme ein. Und mit der Ausatmung bring die Hände zurück vor dein Herz, um dich hier vielleicht nochmal in deiner Mitte einzufinden. Ein letztes Mal so. Atme tief ein. Heb die Arme. Atme vollständig aus. Senk die Hände vor der Brust. Gut. Und dann kannst du langsam blinzelnd deine Augen öffnen. Und die Arme zu den Seiten heben. Mit der nächsten Einatmung dreh die Daumen zurück, schieb das Brustbein weiter vor, öffne den Brustkorb. Mit der Ausatmung klapp die Schultern nach vorne, bring die Handrücken zueinander. Wieder einatmen in die Öffnung, vielleicht hebst du den Blick, wirst noch ein bisschen weiter im Herzraum. Und mit der Ausatmung senk das Kinn zur Brust, mach den oberen Rücken schön rund. Einmal noch so, lange einatmen und ausatmen, sink zurück in Richtung Schultern, in Richtung Becken
Und dann heb die Arme wieder mit der Einatmung aufgepasst. Bring ausatmend die Hände umeinander über den Kopf. Bring die Handflächen zusammen. Und dann schieb dich mit der Einatmung noch weiter in die Länge. Hol da noch ein bisschen mehr Länge raus. Ausatmend beugt die Arme, klappt die Fingerspitzen in Richtung Brust zurück. Und dann löst den Knoten hier nochmal. Einatmen, zu den Seiten öffnen. Aus, verschling die Hände andersherum als eben. Schieb dich einatmend in die Länge, umrahm den Kopf, ausatmen, klappt die Finger wieder in Richtung Brust nach unten. Zweimal noch so, fließ mit dem Atem ein, werd weit. Aus, bring die Hände umeinander. Ein, streck dich in die Länge. Und aus, klapp die Finger in Richtung Brustbein. Öffne den Knoten einmal mehr, einatmen. Und ausatmen, wieder andersherum. Atme ein in die Länge. Atme aus, beug die Arme, löst den Knoten. Sehr gut. Streck dein rechtes Bein zur Seite, bring den linken Fuß an den Oberschenkel. Und dann komm zum gestreckten Bein rüber, öffne die linke Körperhälfte. Mach dich ganz weit und dann bring deine Finger auf das Schulterdach und beginn hier etwas mobiler, etwas beweglicher in deinem Schultergelenk zu werden. Kreise eine großzügige Bewegung in deinem ja tatsächlich beweglichsten Gelenk. Schöpf da wieder ein bisschen mehr Raum. Und dann lass das Schulterblatt sinken, heb von hier den Arm nochmal an, heb den Blick mit der Einatmung, wirst du noch ein bisschen weiter. Und mit der Ausatmung kommst du schwungvoll hoch, stellst die Hand hinter dir auf und hebst das Becken, um den rechten Arm zu heben. Lass den Kopf mal locker hängen, heb die Hüfte weiter an, atme ein und lösend wieder aus, senk den Blick. Komm zurück zum Sitzen und wechsel die Seite, linkes Bein lang, krabbel die Hand hinterher, heb den rechten Arm jetzt. Gut, bring die Finger auf das Schulterdach und beginne hier das Gelenk zu kreisen. Fließende Bewegung, bleib beim Atem und bleib in deinem Gefühl. Ja, für die folgenden Momente auf der Matte gilt es, den Kopf mal ausgeschaltet zu lassen, ein bisschen mehr Raum zu schaffen für den Körper, für das Gefühl. Roll dein Schulterblatt nach hinten, heb den rechten Arm weiter an. Dreh dich mehr auf in Richtung Decke, wenn du magst. Nochmal tiefe Einatmung hier. Mit der Ausatmung schwing den Arm zurück. Stell die Hand hinter dir auf und heb das Becken. Lass den Kopf wieder fallen, lass alles los, was dich beschwert. Nochmal tiefe Einatmung. Mit der Ausatmung komm wieder nach unten und wir werden ein bisschen beweglicher. Wechsel die Seiten noch einmal. Zur rechten, streck dich, einatmen. Ausatmen im Schwung, stell die Hand auf, heb das Becken, atme ein. Wieder senken, ausatmen, wechsel, linkes Bein wird lang. Heb den Arm hinterher mit der Einatmung, werd weit, ausatmen, schwing die Hand zurück, heb das Becken, tiefe Einatmung. Einmal noch so, aus, mach dir keinen Kopf, wechsel die Seiten, atme ein zum gestreckten Bein. Atme aus, stell die Hand ab, heb das Becken, lass den Kopf ausgeschaltet. Letzte Runde, zurück zur Mitte, streck das gegenüberliegende Bein, heb den Arm dazu, einatmen so und ausatmen, schwing zurück und heb das Becken ein bisschen höher jetzt. Gut, dann komm langsam wieder nach unten, schwing die Füße zurück und komm in einen Vierfüßlerstand. Fächer deine Finger weit auseinander. Vielleicht magst du die Knie ein bisschen weiter öffnen, sodass auch die Hüften mehr Platz für Bewegung bekommen. Und dann beginne hier kreisende Bewegungen, um deine Handgelenke zu malen.
Mit der Einatmung schiebst du den Brustkorb vor, verlagerst ein bisschen mehr in die Fingerspitzen. Ausatmen kommst du weiter nach hinten in Richtung Becken. Wieder nach vorne einatmen und zurück ausatmen. Hol gern ein bisschen mehr aus jetzt. Atme ein. Atme aus und komm vorne angekommen, dann in die Gegenrichtung. Ohne drüber nachzudenken, wechsel hier. Einatmen, schieb nach vorn, spür die Dehnung deiner Handgelenke. Ausatmen, schieb dich zurück. Wieder einatmen, über die Seite nach vorn. Ausatmen, schieb zurück, werd noch ein bisschen großzügiger. Atme ein. Aufgepasst, atme aus, komm in deine Mitte zurück und dann schließ mal deine Augen. Spür in den Körper, bleib bei deinem Atem und dann beginn dich mal ganz frei hier zu bewegen. Die Hände bleiben unter den Schultern, die Füße abgelegt hier in der Matte und vielleicht beginnst du deine Hüften zu kreisen oder eine Katze-Kuh-Bewegung zu machen, wie du sie kennst. Aber vielleicht wirst du so ein bisschen experimenteller heute. Machst das ganz kopflos und mal so, wie sich es gut anfühlt im Körper. Vielleicht dreht der Kopf sich mal von Seite zu Seite. Vielleicht willst du an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger bleiben, das Gewicht verlagern oder den Atem in die ein oder andere Körperstelle hineinlenken. Werd ein bisschen beweglicher, denn Mobility zu Englisch, die Beweglichkeit, um die es heute geht, die hat nicht nur damit zu tun, deine Muskeln zu dehnen und zu strecken, sondern die volle Intelligenz deines Körpers hier zu nutzen. So viel Potenzial, so viel Platz. Schaff nochmal Raum, letzte Bewegung hier. Und dann komm in deine Mitte zurück. Gut, stell deine Zehen hinter dir auf. Und dann löst die Knie vom Boden und heb das Becken für einen ersten herabschauenden Hund. Beginne auch hier gleich dich weiter zu bewegen, vielleicht die Beine im Wechsel zu beugen oder die Hüften mal zu schwingen, zu twisten. Vielleicht willst du die Hände weiter vorwandern, die Abstände vergrößern, verringern. Ja, das, was es dir ermöglicht, dich hier wirklich in die Länge zu strecken. Lass die Beine dann gerne nochmal gebeugt, schieb das Steißbein höher, atme durch die Nase ein und wieder durch den geöffneten Mund aus. Entspann den Kopf. Lass los, noch einmal tief einatmen, streck den Rücken, lass die Beine gebeugt. Atme alles Überschüssige aus, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und dann fließ in die Bewegung mit der nächsten Einatmung, roll dein Kinn zur Brust. Komm in die Planke vor, die Schultern über die Handgelenke, der Blick hebt. Mit der Ausatmung schieb den Po wieder zurück in den herabschauenden Hund. Lass den Kopf hängen. Kinn zieht zur Brust. Wähl dich nach vorne. Mit der Einatmung zieh die Bauchdecke nach innen. Bring die Schultern über die Handgelenke. Und mit der Ausatmung heb das Becken wieder herabschauender Hund. Aufgepasst. Fließ dein Kinn zur Brust. Beweg dich nach vorne. Langsam atme ein ins Brett. Mit der Ausatmung senkt die Knie hier ab und beugt die Arme dicht am Körper. Komm auf den Bauch, bleib direkt in der Bewegung. Kreis die Schulterblätter zurück, heb einatmend das Herz. Ausatmend Brust und Stirn wieder senken. Roll die Schultern weg von den Ohren, atme ein, heb den Kopf als letztes. Ausatmen wieder tief. Letztes Mal, kreis die Schultern in den Rücken, atme ein. Und mit der Ausatmung senk Brust und Stirn, stell die Zehen hinter dir auf und komm in die Child's Pose. Deine Füße bleiben aufgestellt hinter dir, schieb den Po zurück auf die Fersen. Und dann stell auch gerne mal deine Fingerkuppen vor dir auf. Lass die Hände hier so stehen wie zwei Zelte. Und dann
Beweg dich wieder ganz subtil aus den Schulterblättern heraus. Kreis die Schultern in den Rücken. Noch für 2 Atemzüge. Lass all diese kleinen, feinen Muskeln im oberen Rücken beweglicher werden. Gut, und dann stell deine Hände wieder fest ab. Spreiz die Daumen. Und dann komm mit dieser neu gewonnenen Länge zurück in den herabschauenden Hund. Atme lang ein. Atme alles wieder aus. Gut, senk langsam die Knie am Boden ab, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Und dann schieb mal fest in deine rechte Hand am Boden und heb den linken Arm in Kaktusform zur Seite. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Gut, dann schieb fest in den linken Fuß am Boden und heb dein rechtes Bein, auch das im rechten Winkel zur Seite weg. Halte das, atme ein, den Bauch fest. Mit der Ausatmung zieh Knie und Ellenbogen in der Mitte zusammen. Einatmen, noch einmal zur Seite heben, fühlt sich komisch an vielleicht. Mit der Ausatmung komm zurück in deine Mitte. Sehr gut, noch einmal, vielleicht hebst du Arme und Beine ein bisschen höher, atmest ein. Atmest aus, kommst in die Mitte, aufgepasst, schieb dich in die Länge, atme ein, linker Arm vor, rechtes Bein zurück. Ausatmen, wieder in die Mitte. Zur Seite atme ein, atme aus, in die Mitte, atme wieder Länge ein, linker Arm vor, rechtes Bein zurück. Schön, atme aus, komm in die Mitte, aufgepasst, stell die linke Hand ab, hol den rechten Fuß an die Außenseite der rechten Hand. Wir tauchen tiefer in das Becken, um die Hüfte jetzt beweglicher werden zu lassen. Stell deine Fingerkuppen hier auf. Tauch richtig tief in die Hüfte hinein. Schau, dass dein vorderes Knie nicht über die Zehen ragt. Atme ein bis zum Herzen hoch. Ausatmen. Schieb den Po nach hinten. Lass die Finger stehen, wo sie sind, auch wenn du das Bein nicht ganz strecken kannst vor dir. Bleib beim Atem, setz dich wieder tief mit der Einatmung von der Hüfte bis in dein Herz wirst du weit. Und mit der Ausatmung schiebst du den Po wieder zurück, Zehen vor dir an. Gut, nochmal einatmen. Schaff Raum, atme aus, setz dich zurück. Wir verändern was, komm nach vorne, atme ein. Atme aus, stell die Zehen hinter dir auf, löst das Knie vom Boden. Dreh den hinteren Fuß quer, komm auf die hintere Ferse, auch wenn die vordere Ferse sich vom Boden löst. Heb den linken Arm mit der Einatmung, werd weit. Ausatmen, senk den Blick zurück zur Matte. Zweimal mehr, atme ein, schaff Raum. Atme aus, Blick wieder tief, letztes Mal, atme ein, atme aus, dreh dich zurück zur Mitte, stell die Zehen hinter dir auf, senk das Knie wieder ab, wir machen das im Flow, atme ein, heb das Herz, atme aus, schieb den Po zurück, einatmen wieder nach vorne, ausatmen, heb dein hinteres Knie, dreh den hinteren Fuß. Atme ein, denk nicht zu viel nach. Atme aus, komm zurück zur Mitte. Dreh dich zurück, senk das Knie ab, schieb den Po nach hinten. Letzte Runde, einatmen, in die Hüfte. Aus, löst das Knie, dreh auf die hintere Ferse. Atme ein, heb den linken Arm. Und aus, senk den Blick wieder. Gut, dreh dich zurück zum Mattenanfang. Aufgepasst, stell die Hände fest in die Matte und dann hol den rechten Fuß zum linken zurück in einen herabschauenden Hund. Beweg die Beine im Wechsel, wenn du magst. Spür mal in den Unterschied zwischen beiden Körperhälften. Und dann fließ wieder mit dem Atem zurück in Richtung Bewegung. Roll dein Kinn zur Brust, das kennst du schon. Mit der Einatmung komm vor, Schultern über Handgelenke. Mit der Ausatmung senk dich mit oder ohne Knie, die Ellenbogen dicht am Körper, auf den Bauch ab. Leg deine Fußrücken lang zur Matte. Und dann komm wieder in die Kobra, bleib in Bewegung.
und bleib hier oben. Krabbel deine Fingerkuppen nach vorne. Stell die Hände ab und dann fließ wieder zurück zur Matte. Roll die Schulterblätter zurück mit der Einatmung. Komm ein bisschen höher. Cobra-Variante ausatmen. Senk Brust und Stirn wieder ab. Mach das mit dem Atem noch einmal, bring die Schultern zurück mit der Einatmung, heb dein Herz. Und mit der Ausatmung tauch wieder nach unten ab. Gut, dann hol deine Hände zurück, stell die Zehen hinter dir auf und schieb dich von hier direkt in deinen herabschauenden Hund zurück. Spreiz die Daumen weit ab, spür die Kraft in den Armen, die du vor allem dann unterstützt, wenn du dir mehr Bewegungsspielraum gibst. Noch einmal tief ein- und tief ausatmen. Senk die Knie wieder am Boden ab. Wir kommen zurück in den Vierfüßlerstand. Gut, der Kopf kennt das schon, die andere Seite noch nicht. Lass den Kopf aus. Stell deine linke Hand fest in den Boden, heb den rechten Arm zur Seite. Kaktusform. Press den rechten Fuß in die Matte, heb dein linkes Bein, rechter Winkel, einatmen, ausatmen, zieh Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen wieder zur Seite und ausatmen zur Mitte. Gut, komm ein bisschen höher, wenn du kannst. Atme ein, atme aus, aufgepasst, schieb dich in die Länge, atme ein, atme aus, Knie, Ellenbogen. Atme ein zur Seite, atme aus zur Mitte. Atme ein zur Seite, erwischt, ausatme wieder in die Mitte. Letztes Mal in die Länge, linkes Bein zurück, rechter Arm vor, atme ein. Mit der Ausatmung stell die Hand ab, linker Fuß kommt an die Außenseite der linken Hand. Gut, beweglich zu sein bedeutet vor allem flexibel zu bleiben auf allen Ebenen. Hol mal dein vorderes Knie über den Knöchel, tauch tiefer in die Hüfte. Du kannst jederzeit was unter dein Knie hinter dir legen. Stell die Finger auf, atme ein bis in dein Herz. Atme aus, schieb den Po zurück, lass die Finger vor dir stehen. Ja, beug das Bein wieder mit der Einatmung. Und ausatmen, schieb zurück. Einmal noch wie eine Welle, atme ein, aufgepasst. Stell die Zehen hinter dir auf, löst das Knie vom Boden. Dreh auf die hintere Ferse, dreh den vorderen Fuß mit. Ja? Dann heb den rechten Arm, mit der Einatmung wirst du weit. Aus, senk Arm und Blick wieder. Fließ mit dem Atem ein. Und wieder senken, aus. Letztes Mal, atme ein, öffne hier den Brustkorb. Mit der Ausatmung, komm zurück, stell die Zehen hinter dir auf. Wir fließen von Haltung zu Haltung. Atme ein, Brust hebt. Atme aus, schieb dich zurück. Ein, wieder vor. Aus, dreh auf deine hintere Ferse. Atme ein, heb den rechten Arm. Atme aus, komm zurück. Letzte Runde, level die Hüften. Atme aus, schieb zurück. Atme ein, komm nach vorn. Aufgepasst, löse dein hinteres Knie vom Boden. Lass den linken Fuß an der Außenseite deiner linken Hand stehen. Und diesmal holst du den rechten Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand. Öffnest die Füße, mattenbreit, vielleicht sogar noch weiter und bringst die Hände vor dein Herz hier im Yogi-Squat. Sollten hier die Fersen den Boden nicht berühren, dann roll gerne die Matte vor dir ein-, zweimal auf. Dann kannst du die Fersen auf die erhöhte Matte stellen. Schieb deine Knie weiter zurück und versuch den Brustkorb hier mehr zu heben. Wenn du magst, schließ nochmal die Augen. Lass den Geist wieder unbewegt, aber lass den Atem fließen. Folg der Bewegung deines Atems, lang ein,
Tief aus. Gut. Löse die Hände vor dir. Öffne die Augen. Stell die Finger wieder auf. Und dann beginn ganz langsam das Becken zu heben. Der Kopf bleibt hängen. Und du drehst die Füße bitte parallel, aber lässt sie mattenbreit geöffnet. Also weiterer Stand. Lass die Finger aufgestellt oder nimm dir deinen Klotz als Unterstützung unter die linke Hand. Mit der Einatmung heb den rechten Arm. Ausatmen, senk den Arm, den Blick. Wechsel die Seite auf links, einatmen. Und ausatmen, wieder tief. Kein Problem, die Beine zu beugen, aber bleib in Bewegung. Atme ein. Atme aus. Letztes Mal heb den linken Arm, einatmen. Und ausatmen, gut, aufgepasst. Komm über die Mitte hoch, den halben Weg rollst du dich wie in deiner Kobra. Beug deine Beine tiefer, streck den Rücken hier angekommen, einatmen. Ausatmen, wieder tief nach unten gleiten, Kopf entspannt. Nochmal so in der Bewegung, einatmen, bleiben, heb dein Herz. Ausatmen, tauch tief nach vorne. Gut, aufgepasst, atme ein, langer Rücken, schieb das Gesäß zurück, ausatmen, tauch tief. Mit der nächsten Einatmung rollst du den ganzen Weg nach oben langsam, Wirbel für Wirbel, bewegst du dich in den aufrechten Stand, das Kinn klebt an der Brust, Kopf kommt als letztes, senk die Schulter nach unten. Gut, dann heb mal deine Arme, komm auf die Zehenspitzen. Wir bleiben direkt in der Bewegung. Senk die Hände vor dem Herzen ab. Dreh deine Fersen nach innen und senk sie in Richtung Matte. Dreh die Füße parallel, machen wir noch einmal. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen, heb die Arme. Aus, senk die Hände, dreh die Fersen zueinander, stell die Füße ab. Und dreh sie parallel, hüftschmaler Stand. Gut, mit der Einatmung heb die Arme, greif dir dein rechtes Handgelenk und komm zur linken Seite rüber. Schieb das Becken nach rechts, atme in die Flanke ein. Ausatmen, komm in die Mitte. Greif jetzt dein linkes Handgelenk, komm nach rechts rüber, atme ein in die linke Körperhälfte. Gut, ausatmen, wieder in die Mitte zurück. Verschränk die Finger über dir, schieb die Handteller hoch und lehn dich sanft zurück. Kleine Rückbeuge, lass die Gesäßmuskeln aktiv, Oberschenkel fest, atme ein in den Brustkorb. Atme aus, löst die Hände zu den Seiten, greif die Finger und lass den Kopf wieder sinken. Gut, roll die Schulterblätter richtig satt in den Rücken, schließ die Hände über dir. Atme tief ein. Locker den Kopf, ausatmen. Sehr gut. Bring die Hände zum Gesäß, löst die Finger hier auf. Der Blick hebt und das linke Bein geht einen großen Schritt zurück. Wander den rechten Fuß weiter nach rechts, so wie eben. Mach wieder Platz in der Hüfte. Und dann lass die Finger aufgestellt oder stell die Hand auch gerne unterstützend auf deinen Klotz. Heb mit der nächsten Einatmung den rechten Arm. Twist zur Seite, richtig weit öffnen. Mit der Ausatmung kommst du in deine Mitte zurück. Wieder einatmen, heb den Blick. Und ausatmen, komm zurück. Aufgepasst, atme ein, weit öffnen. Atme aus, stell die Hand ab, gerne auf deine Erhöhung, wenn du eine hast. Dreh den hinteren Fuß jetzt quer. Schau, dass der Fuß hinter dir fest am Boden steht und dann heb den linken Arm mit der Einatmung. Beug das vordere Bein tiefer. Gut, wir fließen wieder mit der Ausatmung. Hol den Arm zurück. Wechsel die Seiten, dreh auf die Zehen, atme ein. Rechter Arm. Aus, komm wieder zurück. Dreh den hinteren Fuß, heb den linken Arm, einatmen, nicht nachdenken. Aus, senk den Arm wieder zurück. Einmal mehr, atme ein, heb den rechten Arm. Atme aus, komm hinten auf die Ferse zurück, dreh den Fuß parallel und dann heb den Brustkorb hier. Setz dich tiefer ins vordere Bein, aber lass dein hinteres Bein aktiv. Einatmen.
Gut, kreis den Arm über dir zurück nach vorne. Nimm ein bisschen Schwung und komm hoch ins Stehen. Streck dein vorderes Bein, heb die Arme. Wir fließen direkt weiter. Alles im Flow, setz dich tief ins hintere Bein, zieh die Zehen vor dir ran. Mit der Ausatmung schieb den Po zurück. Geh so tief, wie du magst. Mit der Einatmung komm wieder in die Mitte. Und mit der Ausatmung setz dich ins vordere Bein, so tief, wie du magst. Einmal noch einatmen in die Mitte. Ausatmen, setz dich tiefer nach links. Atme ein, komm wieder hoch. Und dann bleib mit der nächsten Ausatmung bitte in deinem vorderen Bein. Wipp hier gerne etwas hinterher. Du kannst deine Hände auch gerne abstellen. Setz dich schließlich richtig tief, so dass du wirklich am Boden ankommst. Ja? Dein rechter Fuß, das vordere Bein, kommt ein bisschen weiter vor den Körper. Und dann stellst du deine linke Hand hinter dir auf, hebst den rechten Arm und nimmst ein bisschen Schwung, stützt dich auf die linke Hand und hebst das Becken. Atme ein, atme aus, senk den Arm, den Blick wieder. Gleich noch einmal Schwung holen, ja, ein bisschen Platz machen. Atme ein, komm hoch mit dem Becken, lass den Kopf wieder hängen. Und ausatmen, wieder senken. Letztes Mal, atme ein, heb das Becken. Und mit der Ausatmung komm zurück nach unten. Sehr schön, dreh dich wieder an den Anfang deiner Matte zurück. Ich habe gesagt, wir brauchen heute ein bisschen Platz. Und dann komm mit dem rechten Bein zum linken in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut, schüttel hier nochmal alles frei im Kopf, komm zurück zur Atmung. Fließ wieder in die Bewegung zurück, einatmen, roll nach vorne die Schultern über die Handgelenke. Komm deinen Weg mit oder ohne Knie nach unten mit der Ausatmung. Gut, leg die Füße hinter dir ab und dann heb deine Arme diesmal in Kaktusform zu den Seiten, das kennst du. Löst die Stirn vom Boden wie in der Kobra und dann hebt die Beine mit an. Gut, atme ein und mit der Ausatmung bring die Hände zurück zur Matte. Stell die Zehen hinter dir auf und schieb dich für einen kurzen Moment in die Child's Pose. Das Becken zurück, lass die Zehen gern aufgestellt, sodass auch diese ein bisschen beweglicher werden. Atme tief ein, atme aus, lass den Kiefer locker, löst die Backenzähne. Und dann komm, wenn du soweit bist, zurück in den herabschauenden Hund. Heb das Becken, Steißbein lang. Gut, hol den linken Fuß dichter zum rechten und dann heb dein rechtes Bein über dir an. Dreh die Hüfte gern auf, aber lass die Schultern parallel, die Arme stark. Beug das Bein über dir und heb das Knie höher. Beginne beweglicher zu werden in deinem Hüftgelenk. Mal kreise mit dem Knie über dir in Richtung Decke. Atme. Atme, beweg dich da oben. Heb das Knie ein bisschen höher mit der Einatmung. Sehr gut, aufgepasst mit der Ausatmung. Bring das Knie über dir zum linken Handgelenk rüber, über die Diagonale. Von hier komm nach rechts und heb das Bein wieder an. Atme ein. Nochmal so ausatmen. Komm zu deinem linken Handgelenk. Komm zu deinem rechten Handgelenk. Und dann komm wieder nach oben. Atme ein. Aufgepasst. Atme aus. Komm nach links rüber, über die Diagonale. Komm nach rechts rüber, halte hier, schieb dich hoch in Richtung Ellenbogen und dann komm nochmal tief zum Handgelenk. Letztes Mal, schieb dich hoch in Richtung Schulter vielleicht und dann setz den Fuß zurück an die Außenseite deiner rechten Hand, da warst du schon mal. Sehr schön, hier bist du wieder angekommen, schaff Raum in deiner Hüfte. Der Körper kennt all die Bewegungen, also lass den Kopf nochmal aus. Mit der Einatmung heb den rechten Arm, twist. Mit der Ausatmung komm in deine Mitte. Dreh den hinteren Fuß quer.
Heb den linken Arm, atme ein. Kreis den Arm am Körper vorbei, ausatme. Heb den linken Arm in Richtung Mattenanfang, werd ganz weit und dann komm mit ein bisschen Schwung hoch, senk die Schulter. Gut, wickel deine linke Hand jetzt um das Becken, hol ein bisschen aus und fließ zurück in deinen friedvollen Krieger. Roll dein Schulterblatt wieder zurück in den Rücken, atme lang ein. Atme aus, komm langsam nach oben. Das vordere Bein aktiv gestreckt, die linke Hand bleibt, wo sie ist. Und dann lehnst du dich nach vorne und bringst den rechten Arm vor den Brustkorb. Variante deines Dreiecks. Wenn du magst, dreh dich ein bisschen zur linken Seite auf. Atme ein. Gut, mit der Ausatmung komm zurück nach oben. Stell deine hinteren Zehen auf. Greif deine Hände hinter dir in die Faust zurück. Roll die Schulter nach hinten mit der Einatmung. Mit der Ausatmung beug das vordere Bein, bleib auf den hinteren Zehen und verneig dich tief in Richtung Matte. Lass den Kopf noch einmal los, atme ein. Gut, mit der Ausatmung senk langsam die Hände. Lass die Zehen hinter dir aufgestellt und dann komm nach oben in den aufrechten Stand zurück. Erinnere dich wieder an deine Kaktusarme. Hol dein linkes Bein hinterher und dann öffne das linke Knie zur Seite wie vorhin im Vierfüßlerstand. Alles ein bisschen ungewohnt. Bleib im Körper, spür hinein. Bring deinen linken Fußknöchel auf den rechten Oberschenkel. Und dann setz dich hier einmal tief, so als wolltest du dich zurück in einen Stuhl lehnen. Ich sprach vorhin von der Komfortzone, die wollen wir jetzt ein bisschen erweitern. Nutz die Öffnung deiner Hüften. Wenn du deine Balance gefunden hast, bring den rechten über den linken Ellenbogen und verschling deine Handflächen ineinander. Gut, du kannst hier bleiben. Wenn du magst, rutschst du den linken Oberschenkel weiter und schlängelst die Knöchel umeinander für den Adler. Alle Hauptgelenke werden hier geöffnet für mehr Beweglichkeit, für mehr Mobilität. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug und dann löst das alles auf. Wunderbar. Alle Knoten lösen, greif die Finger hinter dir in die Faust zurück, roll die Schulter nach hinten, einatmen, tauch nach unten in die Vorbeuge, ausatmen. Sehr gut, lass den Kopf wieder locker und entspannt, so als hätte der hier schon alles wieder vergessen. Der Körper jedoch hat sich all das Neue gemerkt, der hat seine eigene Intelligenz. Senk deine Hände langsam ab, heb den Blick nach vorne und dann bring dein rechtes Bein einen großen Schritt zurück. Linker Fuß wandert weiter zur Seite. Nimm diesen Raum in deiner Hüfte jetzt in Anspruch und dann heb den linken Arm für einen Twist, atme ein. Atme aus, komm zurück zu deiner Mitte. Einatmen, wieder weit öffnen. Und ausatmen, zurück zur Mitte. Letztes Mal hier in den Twist. Atme ein, richtig weit öffnen den Brustkorb. Gut, mit der Ausatmung stell die Hand hier oder gerne auch auf deinem Yoga-Klotz ab. Dreh den hinteren Fuß parallel, schieb fester in die Fußaußenkante und dann heb den rechten Arm. Öffne den Brustkorb, einatmen. Ausatmen, senk die Hand wieder ab. Komm auf die hinteren Zehen. Wir bleiben in Bewegung. Atme ein, heb den linken Arm. Atme aus zur Mitte. Dreh auf den hinteren Fuß. Atme ein, heb den rechten Arm. Und mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte. Letztes Mal, atme ein, nicht viel denken. Atme aus, dreh den hinteren Fuß quer, heb den rechten Arm, öffne den Brustkorb, beug das vordere Bein tiefer, wenn du kannst.
Gut, und dann fließ den Arm über dir zurück nach vorne. Mach dich ganz, ganz lang. Und dann nimm ein bisschen Schwung, komm hoch und nach oben. Streck dein vorderes Bein, dreh den hinteren Fuß mit, heb die Arme, fließ direkt wieder tief ins hintere Standbein. Komm so tief, wie du magst. Mal einatmen in die Mitte und ausatmen, setz dich tief ins vordere Bein. Einmal noch einatmen. Nichts erzwingen, ausatmen, aber bleib in Bewegung. Atme ein letztes Mal. Gut, atme aus, setz dich tief ins linke Bein. Wipp hier noch einmal nach, auch wenn die Ferse noch nicht den Boden berührt. Alles gut, du kannst die Hände jederzeit zur Unterstützung nehmen. Komm einmal nach unten zum Sitzen. Stell dein vorderes Bein ein bisschen weiter nach vorne. Und dann heb deinen linken Arm zum gestreckten Bein. Nimm ein bisschen Schwung, hol ein bisschen aus und dann heb das Becken hier. Lass den Kopf locker zurücksinken, wie zu Beginn. Atme ein, aus, senk den Blick, komm wieder zurück zur Matte. Noch zweimal, hol wieder richtig schön aus, atme ein. Nutz die Kraft, die Beweglichkeit, die sich hier bietet. Mit der Ausatmung komm wieder tief, bleib beim Atem. Letztes Mal, heb den linken Arm, atme ein, schieb das Becken hoch, öffne den Brustkorb, Nacken entspannt, mit der Ausatmung langsam wieder tief. Sehr gut, dreh dich zum gebeugten Bein, wie auch immer. Und stell die Hände vor dir auf, das linke Bein tritt zurück. Herabschauender Hund. Super gut. Mach dich hier nochmal locker, mach dich frei. Du kannst jederzeit die Knie absenken, für einen Moment in die Child's Pose kommen, ja, dich wieder ein bisschen sammeln. Oder du fließt ein letztes Mal mit mir durch die Bewegung, durch ein Vinyasa. Wir rollen nach vorne, bleiben in Bewegung mit der Einatmung. Schieb ins Brett, ausatmen, deinen Weg nach unten auf den Bauch. Klapp die Füße um, heb mit der Einatmung deine Hände zurück, heb dein Herz für die Heuschrecke, greif die Finger in eine Faust, wenn du magst, hebst du die Beine mit an. Atme tief in den Brustkorb ein und aus, senk die Hände, die Stirn wieder ab, super gut. Komm zurück in die Haltung des Kindes. Wir treffen uns hier, schieb den Po nach hinten in Richtung Fersen, leg die Arme ab. Entspann den Kiefer, das Gebiss von links nach rechts. Auch hier befreie dich aus alten Mustern. Und spür, was der Atem hier bewegt, wie die Flanken sich öffnen und wieder senken. Mehr Flexibilität, mehr Beweglichkeit bedeutet mehr Offenheit. Dann komm langsam in die Länge zurück und für den Endspurt hier auf dieser Seite beweg dich wieder in den abwärts schauenden Hund. Heb das Becken, Kopf entspannt. Gut, hol deinen rechten Fuß dichter zum linken. Heb dein linkes Bein, lass die Hüften parallel, deine Schultern parallel, aber dreh die linke Hüfte über dir ein bisschen auf. Gut, dann beug das Bein über dir, heb das Knie ein bisschen mehr und beginne aus der Hüfte Kreise zu zeichnen. Gut, werd auch da ein bisschen beweglicher. Und dann heb das Becken mehr, atme ein, aufgepasst mit der Ausatmung. Bring das gebeugte Bein zum rechten Handgelenk rüber, über die Diagonale. Wieder heben mit der Einatmung, Hüfte öffnet. Ausatmen, komm nach links rüber. Einatmen, wieder heben. Aufgepasst, mit der Ausatmung komm über die Diagonale nach rechts, von hier nach links, wie ein Dreieck, zurück nach oben, atme ein. Mit der Ausatmung wieder diagonal nach rechts. Von hier nach links, halte, heb das Knie höher auf Ellenbogenhöhe und zurück wie ein Fahrstuhl nach unten.
Eine Etage höher bis zur Schulter. Gut, und dann hol den linken Fuß wieder an die Außenseite deiner linken Hand. Sehr schön. Einmal tief durchatmen. Schenk dir ein Lachen. Alles gut, hier warst du schon. Kann nichts passieren. Heb den linken Arm mit der Einatmung. Letzte Runde hier in der Bewegung. Aus, komm in die Mitte zurück. Dreh auf die hintere Fußaußenkante. Schieb den hinteren Fuß fest in die Matte. Heb den rechten Arm. Atme ein. Und dann pendel dich mit ein bisschen Schwung und ganz viel Länge. Mehr Bewegungsspielraum nach oben. Krieger 2. Gut, stängel deine rechte Hand um das Becken und lehn dich über die Hüfte zurück. Öffne den Brustkorb auf links. Atme ein. Atme aus. Komm langsam hoch. Streck das vordere Bein. Schaufel den linken Arm nach vorne vor dem Brustkorb und lehn dich über dein linkes Bein nach vorne. Halte den hinteren Oberschenkel super aktiv, wenn du magst, drehst du den Brustkorb mehr auf. Atmest ein. Atmest aus. Komm langsam zurück nach oben. Gut, greif die Hände hinter dir in eine Faust. Greif gerne mal einen Daumen weiter. Auch hier kommen so aus alten Mustern heraus. Und dann roll die Schultern zurück, komm auf deine hinteren Zehen gestellt, nach vorne gedreht. Atme Länge ein, beug dein vorderes Bein mit der Ausatmung, tauch an der Innenseite deiner Hüfte entlang. Lass die hinteren Zehen aufgestellt, nochmal tief einatmen. Ausatmen, gut, senk die Hände. Langsam richte dich auf. Wir wollen auf das vordere Standbein zurück. Hol dein hinteres Bein hinterher. Heb die Arme in Kaktusform zu den Seiten und öffne das rechte Knie, die Hüfte wieder, wie im Vierfüßlerstand. Bring den rechten Fußknöchel auf den Oberschenkel. Und dann stell dir vor, du setzt dich wieder in deinen komfortablen Stuhl zurück. Schieb den Po ein bisschen entenmäßig nach hinten. Mach's dir bequem. Je mehr Platz du in der Hüfte hast, desto bequemer wird's. Gut, und dann bring den linken Ellenbogen über den rechten für die Adlerarme. Verschling die Hände wie zu Beginn. Und du kannst hier bleiben, dich ausbalancieren. Oder du wickelst den rechten Oberschenkel, Knöchel um Knöchel sogar. Und dann kommst du tiefer in die Adlerhaltung. Spür nochmal in die Beweglichkeit deiner Gelenke. Atme lang ein. Atme aus. Löse alle Knoten. Sehr schön. Greif die Finger ein letztes Mal hinter dir in eine Faust. Mit der Einatmung heb dein Herz. Ausatmen, tauch in die Vorbeuge. Lass den Kopf los und entspannt. Und dann senk die Hände nach unten, löse die Finger hier. Öffne deine Füße mattenbreit, wie ganz zu Beginn. Dreh die Fußspitzen nach außen. Und dann setz den Po langsam wieder nach hinten. Wir kommen zurück in den Yogi-Squat. Ein bisschen mehr Platz und Bequemlichkeit zwischen den Hüften hoffentlich. Ja, mach dir nichts draus, wenn die Fersen nicht am Boden stehen. Spür nochmal in die Bewegung deines Atems, auch die kann eine Menge an Platz schaffen, wenn du es zulässt, den Kopf auslässt, nochmal tief ein und tief aus. Gut, dann löse langsam die Hände und komm von hier ins Sitzen zurück. Die Füße mattenbreit aufgestellt, schwing die Knie von links nach rechts, ein bisschen entschleunigt, jetzt ein bisschen langsam, aber immer noch in Bewegung. Dreh den Brustkorb gern in die Gegenrichtung. Atme ein und aus. Gut, und dann lass deine Knie jetzt nach links sinken. Dein linkes Bein vor dir ist gebeugt
Und das rechte Bein hinter dir ist auch gebeugt. Ja? Du drehst dich aber zum linken Bein nach vorne. Findest hier nochmal Aufrichtung und krabbelst dann mit deinen Fingerspitzen zum Oberschenkel rüber, in so einen Twist hinein. Und auch das fühlt sich vielleicht erstmal komisch an im ersten Moment. Atme mal wieder, Länge ein und vielleicht ein bisschen weiter mit der Ausatmung. Nicht, weil du den Körper in irgendetwas hineinzwängst, ne? Erkenne deine Grenzen, aber erweitere deine Komfortzone. Atme ein. Wenn du magst, krabbel auf deine Hände nach vorne. Oder vielleicht möchtest du sogar die Unterarme ablegen. Vielleicht auch den ganzen Oberkörper. Ne? Schau wirklich, wie sich das anfühlt hier. Komm zurück zum Atem. Bauch gegen Oberschenkel bewegt sich mit der Einatmung. Zieht sich wieder zurück mit der Ausatmung. Gut, dann langsam richte dich wieder auf, dreh dich zurück in deine Mitte, lass das linke Bein vor dir gebeugt, streck das rechte Bein vor dir aus und zieh die Zehen vor dir ran. Lass das Becken schön aufgerichtet, heb die Arme in die Länge durch die Einatmung, schöpfst du wieder Raum und lehnst dich mit dieser Länge nach vorne, atmest aus. Wenn du magst, greif deinen Fuß vor dir von den Seiten oder leg die Hände ganz entspannt neben dem Körper ab. Auch hier gilt es, gar nichts zu erreichen, aber all diesen neuen Bewegungsspielraum auszukosten. Spür wieder in den Atem, der dich bewegt, mit der Einatmung ein kleiner Antrieb nach vorne in die Länge. Und jedes Ausatmen ein tiefer nach unten sinken, in die Vorbeuge hinein. Entspann den Kiefer. Letzter Atemzug hier. Gut, dann komm langsam nach oben zurück. Und stell die Füße nochmal vor dir auf. Kipp die Knie von links nach rechts. Ja, ein bisschen zum Ausgleich. Dreh den Brustkorb mit in die Gegenrichtung. Und dann lass das rechte Knie zur Seite sinken. Dein linkes Bein kommt zurück. Beide Beine gewinkelt. Richte dich hier gut auf. Und dann krabbel zu deinem rechten Oberschenkel rüber. Atme hier in die Länge ein und vielleicht geht der Blick nochmal über die Schulter zurück mit der Ausatmung. Schau, wie sich das hier anfühlt auf dieser Seite und ob du tiefer gehen magst, indem du die Unterarme oder den Oberkörper ablegst. Bleib da wieder ganz bei dir. Spür das Heben deiner Flanken zu den Seiten, einatmend. Sinke tiefer in die Haltung, ausatmend. Ein letztes Mal, atme lang ein. Tief aus, komm langsam nach oben gestützt in die Aufrichtung. Lass dein vorderes, das rechte Bein gebeugt, hol dein linkes Bein lang nach vorne zurück. Und dann finde wieder Länge und Aufrichtung über das Becken, atme ein. Mit der Ausatmung komm nach vorne und greif den Fuß eventuell von außen oder leg die Arme ab. Spür den Antrieb deiner Einatmung in die Länge und vor. Und das tiefer Sinken mit jeder Ausatmung nach unten. Länge ein. Und tiefer aus.
Letzte Atemwelle, die dich hier bewegt. Gut, dann komm langsam nach oben zurück, Wirbel für Wirbel, richte dich auf. Stell deine Füße wieder vor dir auf, mattenbreit. Und greif dir deine Knie, um dich nach oben aufzurichten. Runde den Rücken mit der Ausatmung. Und komm einatmen wieder in die Länge, roll die Schulter nach hinten. Zweimal mehr ausatmen, geh ein bisschen tiefer. Einatmen, richte dich wieder auf. Atme aus, roll dich ein letztes Mal zurück und dann komm auf den Rücken. Hol die Füße dichter ran und für einen letzten kleinen Flow hier, lass die Füße gerade ausgerichtet, die Knöchel unter den Knien. Heb die Arme mit der Einatmung, schieb in die Füße und heb das Becken. Wenn du magst, schließt du hier schon die Augen, senkst das Becken mit der Ausatmung, die Arme folgen. Bleib nochmal in Bewegung, atme ein, heb das Becken, nutz die Kraft deiner Beine. Ausatmen, senk das Becken, roll Wirbel für Wirbel ab. Letztes Mal so. Heb den Po mit der Einatmung, heb die Arme zurück über den Kopf. Oh, mit der Ausatmung roll dich zurück zur Matte. Zieh die Knie zu dir heran. Greif durch die Beine hindurch an die Fußaußenkanten. Und dann öffne die Fußsohlen in Richtung Himmel für die letzten kleinen Bewegungen im Happy Baby. Lass dich von links nach rechts schaukeln, ganz unbeschwert, ganz frei. Manchmal ein bisschen kopflos, aber dafür ganz unbeschwert, ganz leicht. Ganz offen für Neues. Komm in deine Mitte zurück. Atme ein. Spür die Öffnung deiner Hüften, die Länge deines Rückens. Und mit der Ausatmung lass die Beine in die Mitte und nach vorne ausgleiten für dein Shavasana. Nimm dir so viel Platz, wie du jetzt brauchst. Vielleicht breitest du dich komplett auf der Matte aus. Und gibst dem Körper dann die Möglichkeit, all das Neue sacken zu lassen. In dein System zu integrieren. Sodass du den Kopf gar nicht dazu brauchst, dass den Geist wieder ganz sanft fokussiert auf der Bewegung deines Atems. Lass die Gelenke entspannt in Händen, in Fingern, in Knöcheln, in Zehen. Entspann die Hüften, die Knie. Entspann den Kiefer, das Gesicht. Und dann spür für einen Moment nach all dieser Bewegung. Dann bleib hier gern so lang, wie du magst. Gönn dir das Nachspüren.
Oder bring dann langsam wieder ein bisschen Bewegung zurück in die Glieder, in die Zehen, die Fingerspitzen. Spür die Einatmung wie ein Aufatmen, das Heben deiner Arme, vielleicht ein Räkeln, ein Strecken. Und das Ausatmen wie ein Gähnen oder Seufzen durch den geöffneten Mund. Dann komm auf deine Art und Weise nach oben ins Sitzen. Vielleicht drehst du noch einmal nach links oder nach rechts. Vielleicht kommst du mit ein bisschen Schwung über vorne nach oben oder nimmst dir eine letzte ausgleichende Bewegung für dich, bevor du die Beine hier im Sitzen noch einmal andersherum kreuzt. Komm zurück in die Aufrichtung. Die Augen noch zu, spür noch mal in dich hinein, wie fühlst du dich jetzt? Und dann heb mit deiner Einatmung deine Arme zu den Seiten, wieder ganz raumschöpfend. Bring die Hände ausatmend vor dein Herz. Und dann heb die Mundwinkel, schenk dir ein Lächeln, eine kleine Geste, aber ein riesengroßes Danke an dich selbst und an deinen beweglichen, gesunden Körper. Namaste. Ich bedanke mich von Herzen bei euch. Schön, dass es euch gibt und hoffentlich bis zum nächsten Mal.